Der Gemütszustand des Präsidenten spricht Bände. Norbert Thienes und sein erster FC Kaiserslautern auf dem Weg in die zweite Liga. Nach 33 Jahren Bundesliga der bittere Abstieg für den Traditionsklub aus der Pfalz. Das 1:1 gegen Leverkusen reichte den Roten Teufel nicht, obwohl zunächst alles nach einem Sieg aussah. Nach torloser erster Hälfte die Führung für Kaiserslautern durch Pavel Kuka. Das 1:0 nach knapp einer Stunde, das wäre der Klassenerhalt gewesen. Die Schlüsselszene in diesem Endspiel gegen den Abstieg eine Viertelstunde später. Wieder Pavel Kuka, diesmal scheitert er an Andreas Reinke. Statt 2:0 Führung, kurz darauf der K.O. Mike Riedpietsch, Markus Münch mit dem goldenen Tor. Der Ausgleich zum 1:1, 81 Minuten gespielt. Und damit war der Klassenerhalt für Bayer Leverkusen perfekt. Grenzenlose Enttäuschung herrschte bei den Fans in Kaiserslautern. Mehr als 15.000 waren ins Fritz-Walter-Stadion auf den Betzenberg gekommen, um ihrem FCK aus der Ferne die Daumen zu drücken. Nach dem Abpfiff dann die traurige Gewissheit. Nach ununterbrochener Zugehörigkeit zur ersten Spielklasse muss sich die traditionsreiche Mannschaft aus der Pfalz ihren Platz in der zweiten Liga suchen.